Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch gewünscht, dass ich meine Washi-Tape-Sammlung und Sticker mal abdrehe und das habe ich somit getan. Es ist noch nicht wirklich viel. Es sind, um genau zu sein, 2 Nona-Boxen. So, meine Lieben, ich bewahre meine Sachen in der Nona-Box auf, weil ich die einfach total praktisch finde, auch von der Größe und allem. Ich habe eh vor, dass es demnächst anders wird. Und ich das in den Schreibtisch einräume und eine schöne Aufbewahrung dafür habe. Aber da ich eh noch nicht so viel habe, denke ich, reicht das noch. Und ja, dann schauen wir jetzt mal rein. So, hier bewahre ich meine Washi-Tapes auf und Samples, die ich von Tauschpaketen habe. Oder hier, die habe ich alle von meiner besten Freundin, die ich auch angefixt habe. So, das war eigentlich mal geordnet, aber die Box ist schon zu klein. Also das ist ja die Nona-Box und das ist die Mami-Box, die etwas kleiner ist, weil ich nicht wollte, dass das alles rumfliegt. Dann haben wir hier, ich glaube, die sind von Ikea, solche bunten Tesa. Also es ist kein Washi-Tape, es ist auch glänzend. Und ja, da habe ich ein paar davon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie gekostet haben, aber nicht wirklich viel. Ja, da haben wir eben ein paar. Dann haben wir hier noch vom Teddy so buntes Tesa, weil ich die Designs einfach ganz niedlich fand. Und ich bin jetzt nicht eine, die es stört, dass das Tesa glänzt und nicht matt ist wie normales Reispapier-Washi-Tape. Ja, und deswegen habe ich hier eben auch noch ein paar von denen, weil die Designs ja auch wirklich goldig sind, finde ich. Dann haben wir hier jetzt verschiedenste Washis und auch Nachmachen, also keine echten. Ach. Und überall stehen sie ja ab, das ist ein bisschen nervig. Naja, also hier habe ich noch ein Stoff-Washi. Das ist hier, ich habe es hier festgeklebt, mit so einem Anti-Klebe-Dings da noch, dass es nicht aneinander klebt, weil es wohl nicht mehr so gut wegkriegt. Ja, habe ich auch schon benutzt, das ist eben mal was anderes und die Textur ist einfach stoffig, ist ziemlich interessant, finde ich. Hier ganz viele Weihnachts-Washis in den verschiedensten Größen und Breiten. Die habe ich hier auch probiert ein bisschen zu ordnen. Also die Reihe hier sind so weihnachtlich ein bisschen. Und die gab es im Aldi. Da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Die tolle Gruppe in Facebook auch damals gepostet. Und ja, deswegen, ich empfehle euch immer noch in die Gruppe einzutreten, falls ihr da nicht drin seid, weil es wirklich auch praktisch für sowas ist. Ich glaube, ich wäre selber drauf gekommen, da danach zu suchen im Aldi. Es werden einfach schon zu viele Washis, ne? Jetzt, ich muss mir echt eine andere Möglichkeit suchen, die aufzubewahren. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee, es wäre wirklich cool. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe sie noch versucht, so ein bisschen nach Farben zu ordnen. Also hier eben rot, dann geht es über rosa und nach lila und hier ist grau und schwarz. Und dann sind sie eigentlich alle so bunt. Dann habe ich hier halt noch so kleine, ne, die ich auch wirklich toll finde. Es sieht einfach blöd aus, wenn man ganz viele verschiedene Washi-Tapes nimmt, um eine Seite zu dekorieren. Das sieht verwirrend aus und deswegen sind solche einfarbigen auch wirklich ein Muss. Und dieses Glitzerige habe ich sehr oft benutzt an Weihnachten und ich finde es so schön. Ich liebe dieses Gefunkel und das habe ich aus dem Depot. Ja, also das sind ganz viele gemischte. Die meisten sind eigentlich keine echten Washi-Tapes. Ich meine, okay, die fühlen sich auch so an, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie von dieser Marke sind wie das und das zum Beispiel. Aber sie sind auf jeden Fall genauso gut. Bloß bei denen, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Probleme, weil der Klebstoff von dem hier jetzt noch da drunter ist. Also wenn ich das jetzt irgendwo nehme zum Dekorieren, dann kleben die Seiten öfter zusammen. Das ist schon nervig, muss ich sagen. So, dann haben wir hier noch ganz viele Sticky Notes und die sind aus dem Teddy, die meisten zumindest. Kosten auch wirklich nicht viel, ich glaube 1 Euro, 1,50 irgendwie so. Ja, und sind hier wirklich wunderschön, oder? Also ich finde sie wirklich sehr toll. Ja, und das sind die meisten davon. Ich kann die euch auch mal zeigen. Zum Beispiel das. Oder das. Das fand ich total süß. Ich liebe ja Eulen. Ja, und dann noch die. Die. Dann habe ich hier noch welche. Die hat mein Freund mal irgendwo her gehabt. Die habe ich jetzt einfach damit rein, weil passt ja gut. Kann ich auch mal benutzen, gerade für den Sommer. Das sind so Flipflops auf jeden Fall sehr schön. Dann habe ich mir hier noch, ich glaube, es war auch beim Teddy, solche Geschenkmarker-Zettel besorgt und die finde ich sehr praktisch zum
Termine zum Beispiel aufschreiben. Wenn ich jetzt einen Zahnarzttermin in der Woche habe, nehme ich halt die Farbe, die ich brauche, die ich halt dekoriert habe, und schreibe da zum Beispiel drauf, Zahnarzt 13.50 Uhr. Und das macht eben auch nochmal wirklich was her, sieht wirklich sehr hübsch aus. Dann haben wir hier, das habe ich von einer aus der Filofax-Gruppe bekommen, weil es das bei mir in der Nähe nicht gab. Ich glaube, was für eine Aktion? Ich weiß es gar nicht. Also Ortloff oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er mir das mitgebracht, weil die Füchse einfach auch total goldig sind, finde ich. Habe ich jetzt auch noch nicht benutzt, wie man sieht. Vielleicht mache ich das ja jetzt. Mal schauen. Wir werden nämlich noch eine Woche zusammen dekorieren gleich. Hier noch Matruschkas. Auch aus dem Teddy. Hier haben wir dann nochmal Sticky Notes, besonderere. Ich fand die einfach so interessant. Die habe ich aus einem Etsy-Shop, weil man die hier zusammenknicken kann. Und dann ist das ein Briefumschlag, den man hier auch reinmachen kann, wenn man schafft. Und da kann man eben was reinschreiben. Und ich fand das total niedlich und dachte, ja, das ist vielleicht was für Valentinstag oder ja, je nachdem. Man braucht einfach genug Deko, um sich was einfallen zu lassen, sagen wir mal so. Da haben wir noch solche, die waren jetzt eher für den Winter gedacht. Wobei ich finde, das Eis kann man eigentlich trotzdem noch nehmen. Es ist halt ein Eis, das vielleicht friert es ja einfach nur, weil es ein Eis ist. Also passt es auch noch für den Sommer. Dann habe ich hier noch so, wie nennt man die? So Register-Dinger, die man so an ein einzelnes Blatt zum Beispiel hinkleben kann. Habe ich jetzt auch schon beim Kiki-Kay gemacht. Ja, da habe ich das einfach so zusammengeklebt und dann finde ich die Seite einfach sofort. Und dann haben wir noch solche Eisbär-Sticky Notes. Die finde ich auch so niedlich. Habe ich auch schon benutzt. Das war's mit Box Nummer 1. Jetzt kommen wir gleich mal zu Box Nummer 2, die aber auch nicht mehr so interessant ist, glaube ich. Aber egal. Seht ihr hier meinen neuen Locher. Der ist wirklich riesig, aber der muss auch so riesig sein. Leider war mein anderer zu klein, den ich für die Personal-Seiten hatte. Ich habe jetzt den A5 KKK. Ja. Riesig, sperrig, passt aber Gott sei Dank hier noch rein, also ist alles okay. Den habe ich gekauft für 18 Euro bei Amazon. Dann habe ich hier noch von Tauschpäckchen und meiner Freundin Sticky Notes einfach auf Papier geklebt. Die könnte ich euch in die andere Kiste tun, dann wäre es vielleicht ein bisschen organisierter. Ja, genau, normale Sticky Notes eben. Hier noch einen normalen Locher und das Ding habe ich weggemacht, das Plastikding, was die Konfetti-Teile aufsammeln, dass ich genau sehe, wo ich loche, weil mir da öfter mal passiert ist, dass es eben falsch gelocht. Hier haben wir dann noch Stempelkissen in den verschiedensten Farben. Die habe ich auch im Depot gekauft damals für nicht viel. Ich glaube 6, 7 Euro waren es. Und die Farbe ist eigentlich wirklich gut. Ich habe dem letzten Mal Gold ausprobiert und es war richtig cool. Dann haben wir hier ein paar Stempel, das sind noch wirklich die einzigen, die ich im Moment besitze. Die habe ich auch aus einem Etsy-Shop aus China. Und die haben bestimmt 5 Wochen gebraucht, bis sie da waren, aber jetzt sind sie da. Ja, und die sehen so aus. Ich finde die wirklich cool. Da mit dem Start und End, Cash und Payday. Ja, die kann man eben für die verschiedensten Sachen benutzen. Zum Beispiel hier, wenn jemand Geburtstag hat oder die Check... Den Jack-Stempel habe ich ja auch schon benutzt bei meinem Schreibkalender damals. Ich finde sie einfach total süß und die waren auch nicht teuer. 10 Euro. Das sind die Friction-Stifte, mit denen ich eigentlich wöchentlich wechsle. Also je nachdem, wie meine Woche dekoriert ist, benutze ich einen anderen Stift. Und die sind ja radierbar, die sind wirklich richtig cool. Ich liebe sie. Ich benutze eigentlich nur die. Da fehlt leider der Deckel, den hat bestimmt Finn irgendwo spazieren getragen. Ich könnte wetten, der ist unter der Couch. Kann man wirklich gut wegradieren. Man sieht dann danach nichts mehr, wenn man mal hässlich geschrieben hat oder zu schnell. Oder ich zum Beispiel verschwende eigentlich jetzt nicht mal mehr solche Sticky Notes, sondern schreibe es einfach so in die Kiki-Kay und wenn ich es dann richtig dekoriere, radiere ich es weg und schreibe es nochmal schön. Das werdet ihr aber auch gleich sehen.